So, wieder sind wir dabei. Zum Start in die neue Woche gehen wir heute rein ins nächsten, in den nächsten Teil des Turniers, in den zweiten Teil. So. Na dann, let's go. So, was haben wir denn überhaupt als Ziel so nebenbei? Fahre die beste Runde, okay. Ja, natürlich, Schöpfer steht mal weg, damit er nämlich schon mal bisschen Probleme hat, daher zu kommen und zumindest. Boah. Der hat auf jeden Fall nochmal einen mitgegeben. Direkt mal weiter. Also wie gesagt, das ist hier der zweite Teil dieses Turniers. Das Turnier, was wir am Donnerstag gefahren sind. Wir gehen jetzt in Runde 2 als Führender. Wenn wir alles gewinnen, ist mir das relativ wurscht. Wir sollten eigentlich ohne Probleme vorne liegen. Wir haben ja 3 Rennen jetzt in Folge gewonnen, auch wenn es nicht ganz einfach war. Also führen also momentan, auch wenn wir nur knapp, wir sind knapp vorne. Wir haben jetzt auch gut die Hälfte des Rennens vor uns, also wir haben ein bisschen was zu tun. Deswegen war der Split auch richtig, hat ja alle länger der letzten Folge gemerkt. Und manchmal bei so mega langen Turnieren, da denke ich mir, ja, dann machen wir die, machen wir halt den Split rein, dann ist das so. Ich verpasse es einfach nicht. Das letzte Mal hat es nicht gepasst, letzte Woche habe ich mir genau das gleiche gehabt. Da habe ich auch so, ich habe 8 Rennen mal, hat 6 Runden Turnier gehabt. Diesmal sind es nur 6x6 und jetzt, aber naja. So, jetzt sind wir in der zweiten Hälfte. 4 Runden mal noch. Geilste ist, wenn du steckst mit dem Heck an und kriegst ein linkes Vorderrad beschädigt. Ich jag ihn jetzt. Neue Rivale, schon wieder du. Lass mich in Ruhe. Ja.
So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir gleich in der vorletzten Runde. Passt und jetzt keine unnötige Zeitstrafen rausholen. Wir gehen jetzt in die letzte Runde und wollen natürlich dieses Ding genau holen. Oh, da habe ich mich aufgepasst. Da hat die Federung zerscheppert. Da schaut ein Auto, die Frage ist welches. Natürlich will ich dieses Ding hier gewinnen, das ist ganz klar. Den vierten Sieg im vierten Lauf wäre quasi schon fast die Vorentscheidung für dieses Turnier. So, wir gehen jetzt auf die letzten Meter und gewinnen dieses vierte Rennen hintereinander und haben auch die beste Runde. Das war schon mal sehr, sehr viel wert. Lauf Nummer 5 geht jetzt gleich los. Lass mindestens 3 Gegner rausdrehen, ist jetzt die nächste Aufgabe. So. Also gesagt, 3 Gegner sollen wir jetzt rausdrehen in diesem mehr oder weniger Hauptfinale. Halbfinale, Entschuldigung. Auch hier startet er wieder von Platz 13 aus. Da wird quasi wieder direkt aus dem Mittelfeld. Und dann gucken wir mal. Also 4 Sieger haben wir in Folge geholt. Das ist der 5. Erstmal den ersten Gegner geholt. Ja, die wollen. Das ist super. Ja, ich mich jetzt gerade ein bisschen. Blechschaden. Alter, rausgedrehter Wagen. Ja, jetzt sind sie gerade aber ein bisschen dran an uns dabei. Den hat aber durch das Aushebeln auch. Oh, war kein Rausdrehen, okay. Ja, das sind wir momentan. Hier kommt mein bester Special Friend, Slammaster. Den ich mal wieder vor mir habe, der mal wieder als kleiner Rivale hier ein bisschen gilt. Der hat aber gut gescheppert. Und da staubt er noch mal mit Cake, mit keinem Mike, der auf jeden Fall von irgendwie von 5 oder 6 kam.
Dann einfach mal kurz das ganze diesen Schrotthaufen füllen. Wir zerlegen uns gerade ein bisschen selber. Das war der echt nicht hin, ne? Auch ich habe auch nur 45 Leben. Also ist, in dieser Strecke ist es gerade extrem hart. Genau, gut, ich bin gerade auch ein bisschen. Nicht so ganz auf dem Zeug, dass wir es am Ende überleben, aber gucken. So, ich muss jetzt wirklich den Slam Master vielleicht rausnehmen, der jetzt natürlich in die Wand ein bisschen dreht. Jetzt haben sie es aber gerade echt alle. Jetzt haben sie es gerade. Der ist der Führer, der den Knallen war so gnadenlos aus dem Rennen raus gerade. Ja, also wir kriegen es gerade echt auf Socken. Ich glaube auch nicht, dass wir das Ding heute überleben. Führer der momentan Slam Master mit einem mit 10 Sekunden Vorsprung. Da muss ich mal so richtig dran arbeiten. Wir haben noch, ihr seht gerade, wir haben nur noch 40. Das Rennen wird schwierig werden, das werden wir nicht gewinnen. Wir kommen uns wieder reinzukämpfen. Doch, Slammaster, der ist ja nicht mehr so bei Leben. Den müssen wir natürlich rausholen. Der Mittelcreamer ist Creamer, das ist mein Rivale, den was natürlich das nicht. So, während sich jetzt natürlich wieder drei Mann an uns zu schaffen machen. Ja, jetzt haben sie immer nur Fünfter. Also, na, es wird schwierig werden, da heute zu gewinnen. Schön den vorbeigedrückt, vorbeigebremst. Also auf jeden Fall auch nochmal ganz kräftig gestaubt. Da hat irgendwo was am Sicht. Die Frage ist wer. Caveman Mike. Los Cannon, der jetzt natürlich nochmal was versuchen will. Oh, Alter, gehst du mehr? Hau nochmal ab jetzt. Ich komme nicht vorbei, ne? Ich stehe quer. Jetzt aber schon. Aber der hat mir natürlich jetzt extrem Dings gekostet. Also gefühlt haben sie mich gerade echt auf dem Kika. Das heißt, mit dem Motto, sobald du bei uns in der Nähe kommst, fahren wir nicht in die Wand. Das versucht. Oh, der nächste Volldepp. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht in dieses Turnier, also dieses Rennen. Hat. Der nächste von hinten her mich da noch mal mit auf den Kicker nehmen.
Ach, gehst du? Ja, ramm mich weg, Alter. Geh mir nicht auf die Nüsse. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht in dieses Rennen. Ich kann nicht. Ich darf nicht in Führung gehen, sobald ich irgendwie nur in die Nähe komme. Sobald ich nur in die Nähe des Führenden gehe, kriege ich von den anderen allein mit der Nagel nicht ein. Dann dreht sich einer quer für mich. Bleibt dabei penetrant davor kleben. Ja, wir haben noch zwei Runden, es ist doch alles drin, aber ich glaube nicht. Es hat jetzt 5 Runden nicht funktioniert. Also der hier, der wehrt sich mit allen Händen und Füßen. Und er nimmt mich mit. Er nimmt sich ja nicht rein und nimmt mich mit. Herr Niewang. So, jetzt geht der... Das geht nicht gut. Ich meine, das kann alles noch passieren, ne? So, letzte Runde. Jetzt heißt es irgendwie das Auto davor noch halten. Gegen den guten alten Metal Screamer. Oh, der. Da kommen wir ins Rutschen. Letzte Runde, liebe Leute. Versuchen wir es irgendwie nochmal. Jetzt nochmal ein bisschen was raus aus dieser Krücke, aus diesem Haufen Schrott, den letzten Haufen Schrott hier noch. Vergiss es. Und wir scheppern damit voller Wucht nochmal in die Wand. Es geht jetzt gerade nur noch darum, irgendwie dieses Auto nach Hause zu fahren. Den zweiten Platz mittels für momentan dieses Rennen. Das ist unser großer Rivale. Kriegen wir ihn irgendwie noch hin? Können wir das Ding doch noch irgendwie mit dem letzten Meter? Gewinnen. Das ist schon das Allerwichtigste. Ja, der weiß, was er kann. Der weiß, was er machen muss. Er dreht sich jetzt weg. Geht's hier links, 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 links. Ich weiß, dass ich ihn an der Backe kleben habe. Der natürlich jetzt immer was will, aber der dreht sich selber weg. Unser großer Rivale dreht sich da gerade selber weg und... Ich fürchte, dass wir gerade... Also hol es mit der letzten Lebensenergie. Wir haben noch 8 Power und gewinnen dieses Rennen. Wie auch immer. Wir haben es gepackt, liebe Leute. Echt jetzt. Wir haben es so gerade geschafft. Es waren am Ende noch 6 Autos. Und Metal Screamer ist raus tatsächlich sogar. Der hat sich sogar noch als 7. verabschiedet. Durch diesen Dreher. Boah, Alter, was ein Rennen, ey. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wäre auch jetzt nicht tragisch gewesen, wenn wir es nicht gewonnen hätten. Aber das ist halt immer gefühlt, ist das Beste, was passieren kann. So, letzte Rennen. Für heute. Los geht's. Also überhaupt nicht nur für heute, sondern für mich überhaupt das letzte Ding, was wir noch holen müssen. So. So, okay, los geht's. Gehen wir rein. Ich meine, das Turnier haben wir gewonnen, aber es ging ja ein bisschen jetzt um... Nochmal um die Ehre. Ich
will dieses Ding ja auch ausmachen. Auch dieses Ding hier will ich nach, diesen Sieg will ich hier nachholen. Also, da gehen sie schon mal neben die Strecke mit allem Mann, was wir alles, was wir haben. Ernsthaft jetzt? Naja, war alle mein Freund Ram Ram. Was ist überhaupt das Ziel? Aha. Einfach nur zu gewinnen. Naja, gucken. Es sind auch wieder 6 Runden noch natürlich hier. Ich komme momentan aber auch nicht wirklich nach vorne, weil wir hängen momentan auf P16 irgendwo rum, aber auch nicht für, weil gefühlt doch. Oh, jetzt geht's hier vor. Was ist jetzt? Oh ne, du darfst nicht nach hier vorne. Naja, dann ist es ja bitte. Ausgerechnet im letzten Rennen scheinen wir uns jetzt gerade das Glück zu verlassen hier. Oder ist das so eine kleine Momentaufnahme und geht es jetzt so langsam wieder ein bisschen nach vorne? Also ich komme momentan nicht raus, auch nicht mal in die Top 10. Ich will natürlich jetzt hier den Schritt vorne machen. Momentan sind wir auch nur 8 da, also auch nicht wirklich gut dabei. So, wäre der jetzt nicht weghaut. Gehen wir jetzt momentan auf Platz 6 vor. Jetzt fahren wir mit einem scheiß Truck ab jetzt. So, anderen gegen den Road Runner, das ab. Das habe ich jetzt nicht mit zu verantworten. Ich gehe jetzt auf 5 vor. Es sind jetzt 2 Autos direkt vor uns, und zwar für den Eagle und. Gut, keiner. Screaming Eagle. Dritter. 2 Autos noch vor uns. Ich krieg euch, meine Freunde. Ich krieg euch noch. Da, Boogeyman mit der Minenwettler. Der Boogeyman sich ein bisschen abgesetzt hat jetzt. Ich lag jetzt ein bisschen mich da mal vor, weil ich will dieses Ding ja natürlich gewinnen. Auch von der Zielvorgabe ist es natürlich klar, dass wir das Ding hier gewinnen wollen. Können wir diesen letzten Lauf mit nach Hause nehmen. Es sind noch ein paar Runden Zeit. Also, Angriff jetzt gegen den Führenden. Das wollen wir anbremsen in die Zielschikane. Packen wir ihn uns noch hier in den letzten 3. Runden, erstmal Angriff, Kurve 1. Jetzt haben wir ein bisschen weggedrückt. Jetzt hat er sich in die Wand gehauen. Das hat man noch ganz schön scheppern gehört. Und wir gehen damit tatsächlich das erste Mal in diesem Rennen in Führung, nachdem wir uns am Anfang so extrem schwer getan haben. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Das Rennen kann noch lange andauern. Es sind noch 3 Runden. So,
So, hier nicht abbiegen, das ist, wäre falsch. Und dann haben wir dann wieder auf der falschen Spur. Hä? Ach ne, ernsthaft. Sorry, Alter. Aber das, den nehme ich gerne mit nach Hause. So, können wir dieses eigentlich doch auch anstrengende Turnier als erstes, also als erstes sind wir klar, aber mit der vollen Punktzahl mit nach Hause nehmen. Das wäre das große, große Ziel. Schon wieder das gleiche Scheiß, der gleiche Scheiß in Grün. Alter, ich versau's mir gerade regelmäßig, ey. Los, kennen, na. Geil. Das tut natürlich jetzt. Auch da hat wieder einen rausgedreht. Ja, ich versuch's mir gerade echt durch diese letzte. Durch diese Kurve. Damit mache ich es mir ein bisschen. Damit mache ich es mir gerade tatsächlich ein bisschen kaputt. Da habe ich ja fast wieder weggehauen. Diesmal hat es aber gepasst. Und wir holen jetzt tatsächlich die Maximalpunktzahl bei diesem Turnier. 6 Rennen, 6 Siege für uns. Puh, geil. Ja, damit haben wir es für heute. Alle Ziele erreicht. Warte, ich dachte, wir kriegen nochmal was. Gut. Dann war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Hier bei Wreckfest auf jeden Fall. Und ja, harte Rennen nochmal gehabt. Haben trotzdem gerockt. Das passt doch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.